Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und heute wird es wieder Zeit für ein bisschen Thorn in VR. Wir sind mitten im Rätsel, mitten im Geschehen von Talbot und seiner vermisst geglaubten Frau. Wir wissen es nicht. Wir müssen tiefer in das Geheimnis reingehen, um zu erfahren, was eigentlich passiert ist und um meine Skepsis zu bestätigen oder auch nur Hirngespinste von mir sein zu können. Denn ich traue ihm immer noch nicht. Nachtmädchen, so geht's los. Bis gleich. So, Chaos wieder in Ordnung gebracht. Sieht wieder wunderschön aus hier. Das haben wir erledigt. Wir haben hier alles erledigt. Ich scanne nochmal alles durch, einfach nur für mein... Da! Für mein, inneren Monk. Denn uns fehlt nur noch eins. Und dieses eine letzte Teil, das werde ich finden. Wie heißt es? So war mir mein Name, mir Dings. Ich weiß es nicht mehr. Ist das so eine Redewendung? I don't care. I care, dass irgendwo hier noch ein Teil ist. Komm, wiggle, wiggle für mich. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Wenn wir das haben, geht's direkt weiter zum nächsten Rätsel. Hier ist mein Arm. Schon. Ich habe jetzt an der Super Sampling ein bisschen rumgefeilt. Ich hoffe, es wird jetzt besser im Ruckeln. Oh, Super Sampling auf 0,6, also 60%. Ja, quasi gar nichts. Aber dann In-Game Sampling auf 150%. Sieht einigermaßen gut aus. Und sollte dann auch relativ stabil laufen. Samuel! Das kann's doch nicht sein. Irgendwo ist doch das letzte Teil. Der letzte Piece of the Puzzle. I don't fucking get it. Keine Ahnung. Irgendwo versteckt sich's. Wie dem auch sei. Los geht's. Gehen wir raus aus der Madness. Wir könnten... Ja, wir gehen jetzt mal hier hoch. Gucken, was uns hier erwartet. Wir sind jetzt oben. Ich glaube, höher geht auch nicht mehr. Für das Stockwerk. Die raue, offene See. Aha. We built this observatory because we believe that we are part of something much larger. We think that our sense of scale when it comes to our universe is completely wrong. Okay. Aha. This is all we are. A speck of a speck of a speck. Ich versuch gleich hier schon mal. Imagine if our solar system is as small as a proton. Or even as small as a quark. Boah, das wär's. Für das große Universum vorstellen, als wär's so klein wie ein Atom. Ein Gedanke, der verrückt macht. Unvorstellbar, der Gedanke eigentlich. Denn wir stellen uns ja das Universum riesig vor. We need to move the flow.
In order to do that, we need to find the object marked with the gear glyph. Na, auf der anderen Seite. Wiggles. Aber hier müssten wir alles haben. Da! Geh weg. So, dann fangen wir an mit dem Rätsel. Also, wenn wir das hier haben... Okay, I see. Die bewegen sich unterschiedlich. Der bewegt sich einzeln. Und der zusammen... Okay, dann wo ist das Zieldingens? Das sollte eigentlich schnell gehen, das Rätsel. Rotate the object to line up the wires. Nein, sag bloß. Oh Mann, ich denke viel zu verkehrt. So. So. Oh Mann, um der Gottes Willen. Alles wieder durcheinander bringen. Ich krieg da schon hin. Doch. Nicely done. This is the meteorological room. Einen Moment, wir gucken uns noch mal hier kurz um. Das? I'm fascinated by systems. I'm just hardwired that way, I guess. And so I set up this room to learn more about weather systems. Okay. Ah, hier sehen wir. Wir sind also auf einer riesengroßen Insel. Fantastisch. Are those times when weather patterns come together spontaneously and create something never before seen, like a perfect storm, for example. Mm-hmm. Take that object, the one with the gear symbol, and pop it on to one of the gears on the floor. Give it a spin and see what happens. Schon wieder. Okay, aber ich gucke mir kurz die Räume noch mal durch, dass wir auch ja nichts vergessen haben. Ja nichts. Ja, Janik. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Also. Nächste Runde. Mal gucken. Wieder entgegengesetzt. Einzeln. Together. Okay. Mal gucken, wir haben die hier. Das sollte ich... Ja, ich bin schon dabei, Kerle.
Easy. Das ging jetzt schnell. Jawohl, ja. Aber sonst haben wir hier alles, denke ich. Also wenn jetzt irgendwo was fehlt, dann weiß ich auch nicht. Weil eigentlich haben wir schon akribisch jetzt gesucht. Nehmen wir mal dann Nei in die Bude. These old observatories are finicky. It's hard to cut through the atmosphere with this thing. Mhm. Wiggle für mich. The problem is that sometimes you see objects from different angles at different times of the year, and that can skew your data. Let's see what's wrong. Looks like a few valves are blown. Naja, da kommen diese Dinger neu. If you can locate them and socket them into the hole, you can get the machine running again. Raus mit. So. Mm-hmm. Was haben wir hier? Parallel exists in galactic space. Using the stars to build a map for ourselves. Give it a try. Use the wheels to orient the telescope to the parallel's cosmic position. Okay, wir drehen also am Rad. Ah, okay. Er tut sich nicht. Machen wir es mal. Machen wir es mal so leicht schräg. Wir gehen jetzt zurück. Und tut sich was? Ja. Oh, da tut sich was. Oh, da tut sich was. Nawoll. Nawoll? Jawoll. Und der nächste Schlüssel. Auf der Talbot. Hallo. Hallo. Hm, schön ist es hier. You be the judge of that. Here you go. Man könnte denken, es wäre mit Paintbrush gemacht. I'm not much use without those lights. Also zumindest ist es möglich, mit Paintbrush sowas zu machen. I hate to be a bother, but would you press that button on the ground too? Ja. How is the search for the keys coming along? A smart girl like you is probably quite good at solving these circuit problems. Easy. Found three so far. You sure do have a funny way of protecting things. Couldn't you just use a safe like a normal millionaire? I could, but those things are surprisingly insecure. Some secrets need to stay secret. What did you see on the key? Looks like some kind of jewel. Another reminder of your wife, I bet. Let's see it. If you would be so kind, then I can activate it. Schön. That jewel is a reminder of her parents, actually. They were from Russia, you know, royalty before the revolution. They were very proud of their heritage and very disappointed that their daughter married someone who was so beneath her. A lowly mechanic. But where are they now? Komm, mach den nicht so schlecht. And I'm still here, more or less. Enough of that. I want to talk about Rena, a brilliant woman, knew everything there is to know about psychology. Ugh. I take it you don't care for therapists? No, they give me the creeps. I don't like how they try to get into your head. Have you ever worked with one? Man, you ask a lot of questions. Here, take your medicine.
Rena wanted to know why we even have an unconscious. Why do we repress memories if there are things we want to forget? We bury them deep inside. It's a strange survival tactic. I wouldn't know anything about that. Nothing bad's ever happened to me. We should all be as lucky as you. More, please. Junkie, du, ey. Abnormal. Rena and I theorize that since everybody has this ability to compartmentalize, all human minds must all be structured in similar ways, almost like machines, sharing an operating system, if you will. And if the mind is like a machine, perhaps we could go under the hood like a mechanic, take it apart and put it back together again. That sounds really dangerous. It was. It is. I mean, look at me. But that's the price of progress. I imagine you're out of those lights, eh? I am. Then please, go gather more. And at the risk of sounding like a broken record, find another one of my keys for the lab. We'll need them in short order. Okay. Also. Never mind all that stuff about the unconscious. Let's talk about this story. Wie denn? Wo? It's worth money. You can make bank with this. Who should I call? The news? No, I should get an agent. That's where the money is. Yeah, smart. So let's see. What notes can I take? I need reminders for the blog. Mia's family is from Russia. They were wealthy. She was all about psychology. And so is Talbot, I guess. And they think the brain is a machine. These people are crazy. Das ist eine gute Theorie. Ihr Gehirn ist in der Maschine. Wäre nicht so untypisch. Oh, fuck. Wäre wahrlich nicht so untypisch. Ja, also wir haben jetzt drei Schlüssel. Drei Schlüssel mittlerweile. Damit können wir was anfangen. Acht brauchen wir. Und wir kommen eigentlich recht schnell voran, muss ich sagen. Man muss es ja nicht immer rushen. Rusher. Ha! Man kann es auch mal gemütlich. Sich alles anschauen, das Spiel spielen und einfach genießen, was man sieht. Von daher ganz ruhig und gemütlich. Zeit haben wir noch. Denk mal, für ein Rätsel reicht das noch, für eine Reise. Und dann hoffe ich, dass mal was passiert. Ein Wow-Effekt oder so. Irgendwie etwas von dem ich nicht gerechnet habe. Oh, diese Tür jedes Mal. The door at the end on the left is the master bedroom. It also has an elevator up to the. So, und jetzt hier hat's ja letztes Mal so geleckt. Ich glaube, diesmal sollte es funktionieren. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel so leckanfällig ist. Also ich musste echt, quasi, das ist schon fast Fallout 4 Niveau, wie sehr ich runterschrauben muss, trotz alledem, dass es im Vergleich zu Fallout 4 trotzdem eine bessere Auflösung, also ein besseres Bild hat. Ohne jetzt groß modden zu müssen. Ja, gehen wir gerade mal hier rein. Katzenbuch. Find out how three little kittens make their both happy and sad. Katzig. To do their best to make her happy again. Okay. Da können wir nicht durch. Ja, das ist der einzige Weg hier rein.
Ich schieb das noch nicht so ganz mit der Tür. Oh. Ein Kinderzimmer? Wir haben eine Nursery, wenn es keine Kinder gibt, ich glaube. Aha. But for a short time, we thought we were about to be parents, and I suppose we just got a bit ahead of ourselves. Decorated this room a bit prematurely. I never cared for this room myself. Too many sad memories for me. Verständlich. Ja, ist hart. Ist sehr hart, sowas. Aber auch nicht einfach. Cozy. Vor allem nicht einfach. Kinder sind anstrengend, hätte ich niemals gedacht. So als Vater muss man sich echt mit anderen Dingen rumstreiten, die früher nicht so relevant waren. Mit anderen Gedanken, anderen Verantwortungen. Aber es ist ein gutes Gefühl. Es soll jetzt nicht so heißen, dass es das jetzt nur nur Nachteil hat. Es hat mehr Vorteile. Vor allem, wenn man dann auch ein bisschen Dank von der ganzen Mühe zurückbekommt. Das hat alles ja irgendwie einen Benefit. Einen sehr großen Benefit. Ein sehr, sehr, sehr großer Benefit, wenn man das Lächeln des Kindes dann bekommt, sich verdient hat. Wenn es kommt und seinen Namen ruft oder Aufmerksamkeit möchte oder umarmt werden möchte, das ist ein wundervolles Gefühl, das man einfach dann nicht mehr missen möchte. Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Freundin und den Kleinen. So viel dazu. Und jetzt gehen wir zum Rätsel. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ach komm. Ist doch easy. Das hatten wir ja schon mal. Ist jetzt nichts Neues. Connect jetzt einfach mal so wahllos. Aha, das geht schon mal. Sind es 4, oder? So. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Wie viel hier kaputt gehen wird. Einmal hier, dann haben wir hier ein gerades Stück. Ups, dann nehmen wir gerade das hier. Hier. Kommen wir nicht hin, aber dahin. Und dann nehmen wir gerade das hier. Ein Eckstück. Ich nehme noch mit. Eckstück, Eckstück, Eckstück. Ja, das. Und dann haben wir noch da. Weg da. Ah, passt nicht. Mal gucken. Und das. Nee, das ist, glaube ich, nur für den unteren Bereich gedacht. Da hängt noch eins. Den können wir hier oben dran machen. Und reicht's? Ja, reicht gerade noch so. So. Wiggle, wiggle. Nee. Das kann man hier reinmachen. Also, ich glaube, in diesem Rätsel geht's nur um diese Cables. Gerade, Ecke, aka. Gerade, gerade, gerade. Wo sind hier die Geraden? Da ist einer.
ist noch eins. Der ist zu kurz, aber passt dahin. Der da. Kann der noch irgendwo da neu? Sieht nicht so aus. Nein. Ach, da geht's weiter. Hat den Faden verloren. Oh, und da unten auch. Boah, Mann, diese Unordnung wieder. Und wer darf sie da sauber machen? Ich. So. Jetzt haben wir ein Gehirn. Okay. You found another key. Jawohl, ja. This one has a brain on it. Oh. Charming, eh? Picnic. You know, Rena kept an actual human brain in her office. Got it from medical school. Gross. Very. Uh-huh. You remember such random things. Don't we all? Hold out your hand, please. There we go. Now it's activated. Shall we begin? And by that I mean, would you please give me a dose? Ja, klar. Hier, nimm deine Dosis. So, we came up with this plan to build a machine that would be a transport device, like a ship or a plane. But instead of taking us around the world, this machine would take us inside, into the human mind. We wanted to test our theory about how the brain is built, much like a machine. More, please. We had only the vaguest idea how to proceed. We built dozens of prototypes, and they were disasters. They'd malfunction, blow their fuses, short circuit. But we couldn't give up. What did those machines actually do? I mean, were you drilling a hole into people's skulls or what? No, no. At first we built a sort of headdress. Das versuche ich mal. It was difficult to wear. Ich bin interessiert, ob das wirklich geht. Blinded the test subject while they were using the machine. But it worked. It opened a window, I suppose you could say. We were able to pair electrical impulses and that created the connection. We were able to look through a portal and actually see into another person's mind. What did you see? We saw how the mind worked. It was like watching a movie, but the movie was another person's thoughts and memories. I saw some things I wasn't meant to see, I suspect. But we were off to the races. Uh-oh, Eifersucht. And bring it back so I can activate it. Go on now. Ja. Eifersucht. Hat man ja im Bild gesehen. Rena hat doch andere Gedanken, die er nicht hätte sehen sollen. Die sie für sich behalten hat. Scheinbar. Wir werden sehen. This is starting to sound like a science fiction movie. How did they figure all this stuff out? I mean, they're from the 1950s. If even half of what he's telling me is true, this is... I don't even know what to think. This is hurting my head. Not sure how I'm going to write about looking inside other people's brains, but I guess I'll figure it out. Ja, schnell alles durch. I'm just making your way to the dining room. Dining room, okay. Dann gehen wir zum Dining Room. Denn die letzten drei gehen mir am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, das ist die Tür. Die Tür. Die Tür.
schon. Ich kann es nicht beschreiben, warum es manchmal geht und warum nicht. Da was bewegt? Ja, wiggle, wiggle? Nein? Okay. Dann ab zum nächsten. Ja, wir gehen mal vor. Zum nächsten Rätsel. 4 haben wir jetzt. Oder was? 5? Scheiße. Scheißen! Ich hab's vergessen. Full of mementos from Russia. Even those chandeliers are from the motherland. How they got it here without breaking it, I'll never know. Dann kannst nur. Oh. Dann kannst du der eine Weg sein. Also meine Befürchtung ist, dass immer neue Objekte dann, also dass man immer an den Orten zurückkehren muss, da dann die Objekte dann einfach ein neues Lichtpartikel bekommen und nicht von Anfang an gefüllt sind. Dass man immer von Zeit zu Zeit zurückkommt, nochmal durchguckt, um dann quasi alles zu finden. 8 fehlen noch. Okay, dann gehen wir jetzt da durch, schauen uns an, was uns erwartet. Und dann war es das auch für heute schon wieder, wenn ich die Tür öffnen kann. Langsam muss man die Tür öffnen, okay. Geh weg. Und der Dining Room. Und da geht's runter. Nett. Welcome to the dining room. It was a sight to behold back in its day. Das wird uns wahrscheinlich dann. Ja, das wird uns nächstes Mal erwarten. When Rena threw a party, she pulled out all the stops. The champagne flowed in here somewhere. Ich freue mich. Gut. Ab zu Atmen. 3 oder 4? Wie viele Schlüssel haben wir jetzt? Auf jeden Fall sind wir schon. Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte jetzt durch. Ich hoffe, da kommt noch was. Es muss ja ein bisschen spannender werden. Es geht um ein Gehirn. Klar, es war Marinas Arbeit, mit dem Gehirn zu arbeiten. Wir wissen jetzt mehr über die Maschine. Es war eigentlich als Teleportationsgerät gedacht, wurde aber dann doch zu einer Teleportationsgerät ins Gehirn desjenigen, in den Verstand desjenigen. Und da hat er Dinge gesehen, die er nicht sehen durfte. Das werden wir wahrscheinlich in den folgenden Folgen noch herausfinden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.